Das Törkelen ist im Unterland schon eine kleine Tradition geworden und gehört zum Herbstprogramm der Senioren in Rugell, Gamprin und Schellenberg einfach mit dazu. Das Törkelen ist ja einfach ein herbstlicher Anlass, wo da stattfindet. Das Jahr in Gamprin normalerweise wird das Rugell stattfinden, aber weil dort der Saal aufgrund von der Kirchenrenovation anderweitig benutzt wird, ist es in diesem Jahr ausnahmsweise hier in Gamprin. Es ist ein sehr schöner Anlass, der organisiert ist von der Seniorenkommission Rugell, Gamprin und Schellenberg zusammen. Wir arbeiten hier sehr toll zusammen, um den tollen Anlass für die Seniorinnen und Senioren hier zu organisieren. Wie gesagt, es ist ein herbstlicher Anlass. Es gibt hier den Sauser, es gibt Wein, es gibt heiße Maroni und ein weiteres Vieri dann noch. Ja, ich bin das erste Mal dabei und ich freue mich. Es ist schon wichtig, einfach, dass man sich trifft, dass Senioren untereinander sich treffen können, sich austauschen können. Und darum finde ich das Ganze einen sehr schönen Anlass. Die Unterländergemeinden haben generell eine gute Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Aber jetzt speziell auf das Thema Senioren bezogen, funktioniert die Zusammenarbeit wirklich sehr, sehr gut. Ich merke auch, es sind ja fast alle neue Mitglieder in den entsprechenden Seniorenkommissionen von den drei Gemeinden. Aber die arbeiten wirklich schön zusammen. Die haben sich in den wenigen Monaten schon als Team gefunden. Und es entsteht da wirklich etwas Tolles, habe ich das Gefühl, für die nächsten 4 Jahre. Teilweise sind es sicher pro Dorf ein Tisch, pro Gemeindentisch, aber es gibt auch durchmischte Tische, also je nachdem. Man kennt natürlich viele Leute hier im Unterland, man kennt einander, würde man bei uns sagen, und dann durchmischt der Tisch. Und das finde ich aber auch wichtig, oder, dass man die Gespräche auch gemeinsübergreifend führen kann. Ich habe gehört, es sei eine Rekordteilnehmerzahl, haben wir Mitglieder von der Seniorenkommission heute gesehen, und das ist ja doch ein Zeichen für den Anlass für die Senioren und speziell natürlich auch für die Kommission, die das organisiert hat. Generell, ich meine, es gibt immer Sachen, die man nachbessern muss, aber ich glaube, dass Senioren, Seniorinnen im Schellenberg schon sehr zufrieden sind. Wir haben, es ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, hat es eine Umfrage gegeben in der Bevölkerung, und dort sind jetzt nicht viele Sachen rausgekommen, die jetzt ganz negativ dargestellt werden. Wie gesagt, es gibt immer Verbesserungspotenzial, wo man auch verfolgt in der Gemeinde. Das Wohnen im Alter ist sicher ein Thema, wo wir weiterverfolgen wollen, aber das machen wir eigentlich auch gemeindeübergreifend. Das war der letzte große gemeinsame Seniorenanlass in diesem Jahr. Aber dann schnell einmal steht ja die Fasnacht vor der Tür, da findet dann der nächste statt. Das ist ja so ein fastnächtlicher Anlass, also wenn vergleichbar mit einem Kaffeekränzli, wo dann auch wieder hier in Gamprin stattfinden wird. Und dann im Sommer dann ist natürlich dann wieder das Sommerfest, das im Schellenberg stattfindet, und dann das nächste Jahr eben wieder der Herbstanlass, Törkelen, dann wieder in Rugell.